Herzlich willkommen zu Du bist. Heute spielen Janina, wir, Nils, Johanna, Lars und ich, Mafia de Cuba. Mafia de Cuba ist ein Social Deduction Game, bei dem ein mächtiger Pate versucht, seine gestohlenen Diamanten wiederzufinden. Zu Beginn jeder Runde werden 15 Diamanten, ein Getreue, ein Agenten und ein Chauffeurship in die Zigarrenkiste gelegt. Nun nimmt der Pate sich geheim 0 bis 5 Diamanten aus der Kiste und gibt sie weiter. Reihum müssen sich die SpielerInnen nun geheim Diamanten oder einen Rollenchip aus der Kiste nehmen. Sollte jemand eine völlig leere Schachtel bekommen, muss die Person so tun, als würde er oder sie sich aus der Schachtel bedienen. Damit wird man automatisch zum Straßenkind. Nur die letzte Person in der Reihe hat die Option zu entscheiden, ob er oder sie etwas nehmen möchte oder nur so tut. Tut die Person nur so, wird sie ebenfalls zum Straßenkind. Anschließend wird wild diskutiert. Der Pate darf in der Diskussion Leute verdächtigen, denn er gewinnt, wenn er alle Diamanten wiedergefunden hat. Verdächtigt er aber eine Person ohne Diamanten, verliert er sofort mit dem Getreuen und der Dieb mit den meisten Diamanten und die Straßenkinder haben gewonnen. Eine Ausnahme bildet der Agent. Er gewinnt komplett alleine das Spiel, wenn er vom Paten verdächtigt wird. Eine Special-Rolle hat auch der Chauffeur. Er gewinnt nur, wenn sein rechter Nachbar das Spiel für sich entscheidet. Klingt verwirrender als es ist. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Du bist an diesem fantastischen Tag, an dem du oder ihr, falls ihr zu zweit seid oder auch mehrere, dieses Video schaut. Mein Name ist Fabian Kran, ich bin Moderator dieser Sendung und neben mir sind ganz fantastische Leute. Janina. Hallo, schön mal wieder hier zu sein, schön mal wieder ein werbefertiges Spiel zu spielen. Wirt. Hey, freut mich auch wieder hier zu sein, ich darf wieder lügen, ich kann das nicht. Nils. Hallo. Dich kennt man woher nochmal? Deutschland. 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 Sehr gut. Die Johanna? Schon mal gesehen, ja. Hallo, Frau Neem, oder? Johanna, herzlich willkommen. Hallo, danke. Ja, danke, danke. Ja. Und? Hallo, ich bin Lars. Hallo. Hey, Lars. Na, wie geht's dir? Gut, ja. Ich freue mich, dass so viele Public Union gerade machen hier, ja, was Du bist angeht. Ne? Ich weiß. Die ja. Mehrzweckhalle Dortmund. Ja. Liebe Grüße an der Stelle. Wir haben uns mal wieder zusammengefunden, um ein Social Deduction Spiel zu spielen, also ein Spiel mit verdeckten Rollen, mhm, und wo man rausfinden muss, wer was hat. Und wir haben ja soeben die Regeln in der Regel erklärt, was gehört. Wir haben uns in unseren Probepartien haben wir das Spiel komplett durchdrungen. Das ist einfach. Und werden jetzt anfangen. Okay, darf ich jetzt reinschauen? Ja. Sicher. Okay. Deswegen, ich muss das ja nachher noch mehr. Sag mal, wer hat sich denn hier bedient? Also, da wurde sich ja wieder richtig verletzt. Leute, mein lieber Herr Gesangsverein, was ist denn hier los? Ich muss auf. Das ist Lachen. Boss, was ist geschehen? Sapsarab, alles weg. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hab euch vertraut. Und keine Chips mehr und keine Diamanten? Nada. Das gibt's nicht. Das ist alles weg. So. Wir haben dafür so lange gearbeitet. Mhm. Ja. Hier muss es ja wirklich jemanden in der Runde geben, Chef, der richtig scheiße gebraucht. Ja, wen mögt ihr denn überhaupt nicht? Ja, Nils Bohmhoff. Ja, warum magst du Nils nicht? Naja. Nee, weil er ein guter Spieler an solchen. Okay, was kam denn bei dir an? Was hast du denn nochmal gecheckt? Nix. Und warum hast du nochmal in die Box reingeschaut? Weil ich diesen Handmove nicht gemacht habe. Ich dachte, okay, das war vielleicht ein bisschen auffällig. Das stimmt tatsächlich. Ich habe den Handmove nicht gemacht. Und dann, okay, vielleicht soll ich nochmal reingreifen. Aber du hättest mir einfach weitergeben können und ich hätte gesagt, ja, aber instant, aber ja, okay. So. Schon mal ganz kurz, sie hat halt gelogen, ne? Also. Wie kommst du drauf? Weil ihr kam nicht nichts an, weil ich habe ihr ja einen gegeben. Was denn? Also ich hätte, da war noch ein Diamant drin. Ein Diamant? Ja. Und er kam auch mit einem Diamant und ich habe ihr einen Diamant gegeben. Wieso war denn da nur noch ein Diamant drin? Wie viel hattest du denn gehabt? Also ich, der kam, wie viel war drin, als du... Ey, der kam mit einem Diamant und ich habe mir einen Chip genommen. Okay, du hast ja einen Chip genommen. Mhm. Weil ich bin nämlich dein Freund. Mhm. Nee, Johanna. Wie viele, wie viele Diamanten waren drin? Ich habe 12 Diamanten weitergegeben und das ist wirklich eine harte Range, Leute. Also das ist krass. Ich hätte bei mir 0.
krass. Hier drüben sitzen deine vertrauenswürdigen kleinen Nee. Also sie hat offensichtlich gelogen. Sie hat offensichtlich gelogen und irgendeiner von da muss auch noch. Lars, ich kann dir bestätigen, dass das, was Fabian Krane gesagt hat, tatsächlich stimmt. Aber noch einen Chip und einen Diamant drin. Das heißt, das begrenzt es ja dann noch mehr. Welcher Chip war denn? Darf ich mir auch was fragen? Welcher Chip war denn da noch drin? Das war der grüne. Der grüne Chip war noch drin? Das ist auch gelogen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Der weiße war noch drin, weil den habe ich mir ja genommen. Ich habe auf die Farbe nicht geachtet. Du hast ja keine rot, keine grün-weiße. Ach, jetzt siehst du auf einmal keine Farbe. Kann aber auch sein, dass er FBI ist, ne? Ja. Null Chips waren da drin übrigens bei euch. Keinen einzigen Chip habt ihr gesehen, deswegen erinnert ihr euch doch nicht dran. Null. Straßenkind gewinnt. Ich kann mich doch erinnern, ich habe mir doch den weißen Chip genommen. Nee, es war kein Chip da. Hast du wirklich genommen? Den hast du dir eingebildet. Ey, das geht über. Ganz kurz. Warte, dieser kann gar nicht möglich sein. Was war alles? Du hattest 12 Diamanten drin, wie viele Chips waren da noch? Ein Chip. Du hast gerade gesagt, da war kein Chip mehr drin. Das geht doch gar nicht. Ich habe keinen Chip weitergegeben. Hand weg. Aber okay, das kommt natürlich hin, ne? Na, also bei mir waren zwei Chips und ein Diamant. Dann habe ich mir einen Chip genommen. Moment, bei dir ein Chip und ein Diamant. Moment, halt, stopp. Jetzt einmal was anderes gesagt. Jetzt muss man hier Chef kurz sagen. Also, eure Klappe. Johann hat gesagt, da kam nur noch ein Chip an. Das ist natürlich möglich, wenn Nils einfach einen Chip versiegelt und ein Chip sich dann nimmt. Du sagst, jetzt kommen da zwei Chips an. Ja. Zwei Chips, einen Chip habe ich mir genommen. Ein Diamant war drin. Hab's weiter. Aber willst du sagen, dass ich 13 Diamanten geklaut habe, oder was? Ja. Ich weiß, was in deinem gierigen Gierschlund da abgeht. Nee. Also, sorry. Ich weiß es nicht. Ja, Johanna, was hast du dabei gefühlt? Ich versuche gerade meine Gefühle einzuhalten. Du hast ja die Box weitergegeben. Was hast du dir denn rausgenommen? Ich habe keinen einzigen Diamant rausgenommen. Hm. Was hast du dann genommen? Was ist deine Lieblingsfarbe? Moment, Johanna, du hast gerade einfach 12 Chips. Ihr habt beide 12 Chips weitergegeben, 12 Diamanten weitergegeben und du sagst, da sind noch 2 Chips drin gewesen. Das geht ja von der Rechnung ja auch schon mal überhaupt nicht. Nee, natürlich, weil das Lügenbarone sind. Und Edelsteine ist nochmal ein Unterschied, ne? Ja. Das ist ein alter Timo Krause Trick auch mit, was ist deine Lieblingsfarbe? So. Ja. Ja, so gerade. Zieh mal runter. Ey, wie findest du mich eigentlich so? Ziemlich gut. Ja? Wie viel kam bei dir nochmal an? Da kam. Ein Chip an? Ein Chip und ein Diamant. Ein Chip und ein Diamant. Und ich habe beide Sachen nehmen können und ich hatte nichts mehr. Nee, du hast dir offensichtlich da was rausgenommen. Ich hab einen Chip, einen Diamant und ich habe mir eine Rolle genommen. Und ich bin offensichtlich auf deiner Seite. Zwei Sachen. Bei Lars, bei dir kamen 2 Chips an. 2 Chips. Und ein Diamant. Und zwei Diamanten. 2 Chips und 2 Diamanten. Ja. Okay, also du hast jetzt schon mehrere aus. Also wie viel falsch aussagen? Komm, dann bitte noch. Er ist für mich der Agent. Und ein Diamant. Er will sich in Verstrickungen. Nein. Zeig mal deine Hände. Nein. Deine Hände. Chef, ganz kurz. Chef. Wir müssen uns ganz kurz mal beruhigen. Chef. Bevor hier irgendwelche Hände gezeigt werden. Ich höre dir kurz zu. Sag doch. Die meinen hier sind richtig miese Schweine. Ratten, könnte man sagen. So. Ratte. Ratto. Okay. Lars hat mehrfach schon rumgelogen. Ja, das stimmt. Er fing an mit, da kam irgendwie ein Diamant an, dann kam ein Chip und ein Diamant Chips, an, dann kam 2 Chippen und ein Diamant an, dann kam, Chips, am Ende kamen 2 Chips und 2 Diamanten. Das ist total verrückt. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ja. Das stimmt überhaupt nicht, weil die Antwort ist, bei ihm kam nicht ein Chip an und er hat sich da richtig Diamanten. Meine Theorie ist folgende: Johanna hat den grünen Chip genommen, dann kam bei Lars richtig viele Diamanten. 2 Chips und 2 Er hat sich richtig Diamanten gemobst und dann hat Fabian sich auch richtig viele Diamanten gemobst und bei Janina kam wahrscheinlich wirklich nichts mehr rein. Oder vielleicht doch, aber das spielt keine Rolle. Das werden wir gleich rausfinden können. Wenn wir nämlich die beiden hier mal die Eier auf den Tisch legen lassen. Genau, ich hatte aber 2 Chips und 2 Diamanten. Ja. Okay. Er ist nicht FBI. Doch, er ist FBI. Oder da drin. Guck mal, er ist so offensichtlich in... Ein Chip und 2 Diamanten. Er versucht sich die ganze Zeit abzudecken. Und weitergemacht. Okay, warte mal, Nils. Du bist sicher, dass er nicht FBI sein kann? Du hast den Snitch-Chip. Also ich hab einen Freund beim FBI, John McSnipe. Okay, und wer? Ich hasse John. Der Grüne wurde gleich weggepackt, ne? John hat gesagt. Der Grüne wurde weggepackt, wahrscheinlich nicht. Wir haben keine Snitches. Die beiden haben sich Dinger rausgenommen.
Ja, also du nimmst dir hier ganz schön Diamant raus, wenn die einfach verlassen. Wer hat sich den FBI-Agenten rausgenommen? Zwei Chips, ich. Zwei Diamanten. Johanna möchte ich trotzdem die Hand sehen. Hey, nein, hör mal zu. Warum? Boss. Warum? Ja, weil wenn sie nichts geklaut hat. Hör mal auf mit diesem Boss, das ist ekelhaft. Wirklich, das ist echt Boss, ekelhaft. Wenn sie nichts geklaut hat, hast du verloren. Sag mir deine Johanna, gib mir bitte eine Sekunde. Gib mir bitte eine Sekunde, Boss. Er hat sich entschieden. Boss, gib mir bitte eine Sekunde, Boss. Du konntest gar nichts machen, du bist ein Straßenkind. Hör mir ganz kurz zu, Boss. Boss. Bei mir. Wenn sie den grünen Chip hat, ja, dann haben sie verloren, Boss. Warum? Ja, weil sie kein Dieb ist. Und wenn sie sich falsch entscheiden, haben sie verloren. Sie können nicht einfach jeden aufdecken lassen. Und am Ende haben sie natürlich alle Diamanten zurück. Aber sie haben auch aber sie gewinnt dann, wenn du gewinnst. Aha. Aber warum deckt sie dich nicht? Weil ich nicht angeschuldigt wurde. Niemand. Hier drüben schuldige ich an. Doch. Vielleicht ist das der Fehler. Da ist wieder was dran. Nee. Zu, Boss. Ich sag die Grüne jetzt, wurde weggelegt. Nein. Ich sag jetzt, wie es ist. Kannst du mal aufhören mit dem Boss? Das ist ekelhaft. Moment. Ich kotze auf den Tisch gleich. Halt, stopp. Chef. Herr Krame darf kurz was sagen. Und dann darfst du. Okay. Wir können nochmal die Theorie durchgehen, ja? Nils hat den Grünen weggelegt, hat sich Diamanten genommen. Johanna hat sich Diamanten genommen. Er ist FBI-Agent. Ich bin dein Chef. Ich bin dein. Okay, gerade. Ich bin dein Komplize, wollte ich sagen. Und ich habe nichts bekommen. Ja, du hast nichts bekommen. Du wartest jetzt einfach nur ab, bis. Und das ist auch gelogen, weil ich habe ihr eingegeben. Aber ich muss. So, sie hat sich dann noch den letzten genommen. Ich habe ihr eingegeben. Ja, wir sind Freunde und die reden sie jetzt. Sehen. Okay. Aber wird es nicht sehen. Aber ich muss. Guck dir mal Johanna an. Shit. Nein, das Spiel ist vorbei, wenn du Johanna anguckst. Weil, meine derzeitige Vermutung ist folgende. Ich bin natürlich dein bester Freund. Chef? Oh Gott. Wie kommst du drauf? Regie, kann mir einer eine Kotztüte vorbeibringen oder so? Ich bin loyal und hab mal so. Nils, du hast noch nie so bei mir geschlagen. Ja, du genau. Jetzt sag mir okay, deine. Nein, gib mir die an. Nein, pass auf. Hier. Lass mich einmal ausreden, okay? Und hör mir darf bitte. Ich, okay. Hör mir einfach zu. Wann ist denn wirklich, okay? Wie oft willst du noch ausreden? Also, du warst noch nie so nett zu mir. Ja, warum wohl? Warum bin ich wohl nett zu dir, Wirt? Neulich so, in der Tijuana-Bar. Jetzt folgendes. Ich hab ja als erstes dein Reichtum verwalten dürfen. Folgende Theorie. Darf man sagen, was man hat? Oder also darf ich offen reden? Ja. Jeder darf es sagen. Okay, nehmen wir mal an, rein theoretisch. Wir rechnen das mal mathematisch auf. Ja, und Stück für Stück bleibst du bei mir und dann sagst du mir, ob das Sinn ergibt oder nicht. Mach mal. So, ich hatte als erstes die Kiste. Was? Nehmen wir mal an, ich hätte gesagt, wow, ich bin ein bester Kumpel, ich nehme mir den weißen Chip. Und gleichzeitig hätte ich gesagt, packe ich vielleicht noch was in den Sack rein und hätte vielleicht auch noch was in den Sack rein. Mikromimik Wut. So, dann wäre ein Chip und alle Diamanten noch in der Kiste zu diesem Zeitpunkt, okay? So, ich reiche die Kiste weiter. Welchen Chip hast du reingepackt? Darf ich das sagen? Ja. Ja. Okay. Du darfst weiter. Ich habe den FBI-Chip da reingepackt. So, das heißt, der grüne Chip und 12 Diamanten kommen bei Johanna an. Johanna nimmt sich den grünen Chip, 12 Diamanten kommen bei Lars an. Okay? 12 Diamanten kommen bei Lars an. Zwei Diamanten und zwei so, Chips. Das heißt, Lars versucht jetzt den Eindruck zu erwecken, er wäre FBI-Agent oder so, indem er sich in Widersprüche versteckt. Ja, so, ich glaub, 12 Diamanten sind bei Lars. Mhm. Lars holt sich eine unbestimmte Menge raus, will wahrscheinlich wieder gewinnen. Wenn du jetzt dich falsch entscheidest, hat er gewonnen, wenn er 6 genommen hat. Aber das ist auch völlig egal, wie viel er hat. Weil das einzige, das Ding ist, er muss sich Diamanten genommen haben, weil er darf nicht das Straßenkind sein. So. Wenn wir jetzt gleich sagen, okay, Lars, leg auf den Tisch, dann werden wir sehen, wie viel er hat. Wenn er alle, ganz kurz, wenn er alle 12 hat, dann konnte Fabian nichts mehr rausnehmen. Das heißt, es ergibt keinen Sinn, Fabian als 12. erstes zu nehmen. Ich hatte einen und dann habe ich einen Chip und einen Dings und dann habe ich das weitergegeben. Ein Chip und ein Dings? Eben waren es noch zwei. Ich hatte zwei Chips und zwei Dings und habe das weitergegeben. Also, nimm bitte Lars, guck, wie viel Diamanten er hat. Lars. Aber es macht doch überhaupt gar keinen Sinn, Lars zu nehmen, weil aber warum versuchst du ihn gar nicht abzudecken? Weil Johanna. Ja, Johanna hat den grünen Chip, Johanna gewinnt, wenn ich gewinne. Aber warte mal, ja. Nils, Johanna könnte doch genauso gut die Diamanten genommen haben und er den grünen Chip zum Beispiel. Und wobei, dann würde er Johanna entdecken und das hat er nicht getan. Zwei Chips und zwei. Jetzt mach was. Führerschein weg. Du musst das gesagt, hey, ich bleib bei deiner Negativform von Brain Man. Zwei Dinge. So, hab ich rüber. Das Einzige ist, wenn Lars den grünen genommen, wenn Johanna geklaut hat und Lars hat den grünen genommen. Ja, dann würde Lars gewinnen, wenn Johanna gewinnt. Das heißt, wenn du jetzt Johanna kriegst. Man kann auch eh aufdecken lassen, so, weil wenn der Blaue ja da drin ist, dann macht er auf einmal ist Johanna nicht mehr deine Freundin, doch, oder was? Ich versuche nur. Lass ihn so in seine Strategie. Die kleinen Löcher da drin zu nehmen. Aber ich sag dir einfach, nimm einfach Lars und guck, was passiert. Nimm Johanna. Wirt, bleib bei mir. Verlier dich nicht. Ich weiß, es sind viele Gedanken. Ist, welchen Vorteil hätte er, wenn er. Verlier dich nicht. Ja, okay. Bleib bei der Logik. Ist, wenn du dir Janina nimmst.
so das ist übrigens super ey. Safe, weil das kann ich dir schon mal sagen. Weil ich auch, aber wie kann das sein, dass der weiße Chip erst bei dir hat Nils wirklich so viel Macht? Du hast zwei Verdachtmomente. Ja, ja. Alle gedacht. Beide hat Nils mit einer Theorie, die er gesponnen hat. Mit einer Theorie. Und dadurch wurdest du jetzt so verwirrt, dass du jetzt irgendwie den hier machst oder was, die blinde Kuh. Aber wie bleib bei mir. Jetzt kommt Krane dran. Jetzt komm du mal mit deiner Theorie. Nein, ich hab dir ja jetzt schon zweimal gesagt. Mehrere Leute haben dir verschiedene Theorien und lässt dich jetzt von Nils immer dieselbe Theorie belabern. Ja. Kannst du machen, fährt man selten gut mit dem Leben. Doch, das ist die einzig logische Nils kann sehr gut reden, das ist das Problem. Ja. Ich weiß das. Ich glaube, es ist grundsätzlich immer gut, ob Nils hören kannst, aber bei so Lügen spielt ja. Warum sollte er Johanna so decken? Das okay, aber ganz kurz. Weil ist doch nicht schlimm. Nein, 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 das ist doch super. Nils, bleib bei mir. Moment. Wirt, hör mir doch mal zu. Guck mal, die wollen nicht, dass ich. Hörst du dir zu? Nee. Die wollen nicht, dass ich rede. Nils. Warum? Wirt, hör mir zu, bitte. Wirt, das Argument, das sie immer bringen, ist, du darfst Nils grundsätzlich in diesen Spielen nicht vertrauen. Ja, das und das reicht dir aus. Nein, diese aber jetzt stell dir mal vor, Wir haben hier eine Theorie bei sich. Ich darf nicht mal reden. Wir haben eine du durftest die ganze Zeit reden. Lass mich und war immer eine Frage. Eine Frage. Wie jetzt gibt mir eine Frage. Eine Frage. Niemals bleibt der weiße Chip bis da. Wenn ich lügen sollte, warum? Was würde es mir bringen, jetzt dir zu sagen, nimm Lars? Ja, ich hab warum zwei Tipps und zwei in welchem Szenario gewinne ich, wenn du Lars nimmst? Welches Szenario soll, wenn du Johanna deckst? Weil das Spiel dann vorbei wäre und du dann sechs Diamanten hast, weil Lars und fünf hat ja trotzdem nicht verloren. Wenn du Dieb bist, dann hast du natürlich... Wie viele Diamanten hattest du in der letzten Runde? Ich hatte noch zwei Dinger und dann habe ich... Nein, wie viel hast du in deinem letzten Spiel gehabt? Weil es geht doch darum, wer am Ende die meisten Diamanten hat, gewinnt das gesamte Spiel. Im letzten Spiel. Oh, okay. Der Handran hat er gar nicht gedacht. Okay. Johanna, wie viele Diamanten kamen bei dir in der ersten Runde, meinst du? Ja. Achso, ja, da hatte ich sechs. Das interessiert dich anscheinend gar nicht, deswegen denkst du gar nicht daran. Johanna, wie viele Diamanten kamen bei dir an? Zwölf Stück. Nicht, dass wir alle meinen. Wie? Zwölf Stück. Ich habe 12 Stück bekommen, 12 weitergegeben. Der Fall ist erledigt. Bei Wieso reden wir so lange? Zwei. Wirt, jetzt mach was. Johanna, ich will immer noch deine Sachen sehen. Ja. Wirt. Ey, gib mir Johanna Zeit. Jetzt musst du aber auch irgendjemand mal was. Johanna, jetzt mach endlich mal. Ein Schuss. Wirt. Das kann jetzt nur. Yes! Nee, das ist nochmal unverdient. Also, das war ich habe sechs Diamanten und du? Jede Menge. Fünf. Jede Menge. Wie viel hast aber du? Nur fünf. Ah! Und du hast hatte mit allem recht. Alles, jeder einzelne Satz hat gestimmt. Jedes Wort. Von Nils hat gestimmt. Nils, du hast so viel Shit von deiner Vergangenheit mir verzettelt, deswegen kann ich dir nicht mehr glauben. Ja, Nils, aber weißt du was? Wenn du jedes Mal sagst, okay, ich glaube dem aus Prinzip nicht mehr. Ja, dann was machst du denn noch an diesem Platz? Ich weiß, es tut mir so leid, dann musst du Krane das sagen. Das Problem ist, Johanna hat auch nicht versucht, dich zu decken. Stopp mal ganz kurz. Nee. Johanna hat das wirklich... Das stimmt aber auch. Das sie hat gesagt, 12 Chips kamen bei ihr an. Natürlich habe ich dich gedeckt. Ja, aber das bringt einfach nichts, wenn du sagst, was mit den anderen? Du hast die ganze Zeit... Ich habe die ganze Zeit gesagt, hier wird Scheiße gelabert, hier sind die Ratten, hier sind die Löcher, hier ist verschwunden gegangen. Ich habe gesagt, wir haben in der Tijuana-Bar zusammen gesoffen. Der Mann kann nicht mehr fahren. Ich habe das übernommen, mein Gott. Also ich habe meinen eigenen Chip einfach nur passieren lassen, also Diamanten. Also ich finde es unverschämt, Nils, dass du das uns ankreidest, wenn du immer generell verdächtig bist, dann musst du in Zukunft bei solchen Spielen mal deine Taktik oder nicht. Also und weniger die Wahrheit sagen. Hast du, den weißen Chip dann genommen? Ja, hab ich doch gesagt. Ja. Okay. Das war alles genau so, wie du gesagt hast. Sogar auf bis zum letzten Schritt. Ich hab gesagt, wenn wir die beiden auf den Tisch legen lassen, werden wir mathematisch sehen können. Hast du noch einen oder hast du keinen genommen? Ja, aber die Chancen sind 50-50, komm. Nein, natürlich. Auch entweder. Ich habe entweder Lars oder hat fünfmal verschiedene Angaben gemacht. Deswegen. Der hätte dann den ganzen den blauen Chip haben können. Ja, aber den hat er da reingeschickt. Ja, wo soll ich das wissen? Ich habe ihn auch nicht glauben. Hätte ich ja nicht gewonnen. Glaube ich Nils, dass ja Nils wirklich den FBI hat. Ich hätte doch verloren. Ganz kurz. Ich muss mal hier für Ruhe sorgen. Wir haben jetzt theoretisch noch 10 Minuten Zeit. Schaffen wir noch eine richtige Turbo-Runde? Ja, mach mal eine schnelle Runde. Turbo-Runde. Ohne das, weil Nils kann jetzt keinen bequatschen. Er ist jetzt eh. Ja, Nils ist jetzt sowieso der Pate. Nils ist Pate. Schaffen wir eine Turbo-Runde? Ja, ich muss ja mit euch diskutieren können. Dann war's. Hey, Krogi!
Ja? Mach mal diesen Boardslide, von dem du die ganze Zeit redest. Kann ich machen. Eine Gruppe junger Menschen, waghalsig, risikobereit. Aber was denken Sie, wird Michael seinen Trick schaffen? Ruhm und ehrenhaft werden? Wird der Platz nach seinem Namen benannt werden? Oder wird er stürzen, sich das Gesicht aufschürfen, die Beine brechen, innere Blutung? Wir schauen mal rein. Einmal checken, ob ich meine BU abgeschlossen habe. BU? Berufsunfähigkeitsversicherung. Die ist super wichtig. Falls dir was passiert, dass du dann weiter Zahlung von der Versicherung bekommst. Ja, ist drin. Ja, damit konnte ja jetzt keiner rechnen. Na klar kann man. Lade dir jetzt die Clark-App herunter und beantrage dein Angebot zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Melde dich beim Start der App mit dem Code BEANS45 an und du staubst bei 3 hochgeladenen Versicherungen Best-Choice-Gutscheine im Wert von 45 Euro ab. Einfach so. Nice. Free Jam Session. Ganz vorsichtig. Das ist keine Geräusche. Oh, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Keine Geräusche. Nun gib mir mal meine Box wieder. Danke, dass ihr darauf aufbewahrt habt. Der gerne ist. Ihr wisst ja gar nicht, wie wichtig ihr mir seid. Ohne euch müsste ich Leute wie euch. Das ist so dumm. Was ist was? Was ist los? Was? Was geht, Mann? Gefällt dir was nicht? Du musst es doch wissen. Was? Was ist da los? Da muss ein Fehler vorliegen. Boss, sie wurden bestohlen. Ich wusste es. Ich habe nichts bekommen. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Warte. Ihr müsst alle ganz kurz eure Hände an die Schläfen legen. Oh, Timon Krause Trick. Niemand sagt mehr irgendwas. Ihr hört mir einfach nur zu. Ihr seid scharf, okay? Ja. Es muss jetzt schnell gehen. Ja. Okay? Ja. Richtig scharf. Alles klar. Ja. Seid ihr bereit? Ja. Wie viele Diamanten, wie viele Chips waren drin? Nix. Lars, wie viele Chips, wie viele Diamanten waren drin? 7. Wie viele Chips? 1. Fabian, wie viele Chips, wie viele Diamanten? 1, ein Chip und 6 Diamanten. Johanna, wie viele Chips, wie viele Diamanten? Ein Chip, 10 Diamanten. Janina. Nix. Es war nichts drin. Was? Ich hab nichts abbekommen. Er hat nichts abbekommen. Chef. Okay, Lars, was hattest du gesagt? 7 Diamanten, ein Chip. Ja. Was hattest du gesagt? 10 Diamanten, ein Chip. Was hast du gesagt? Ein Chip und 6 Diamanten. Das ist Lügen, Lügen. Sowas von Lars. 7 Diamanten und ein Chip. Johanna, du bist mein bestes Pferd im Stall. Bin ich auch. Weißt du noch damals, als ich Pedro de la Cruz abräumen musste? Ja, es war nötig. Und du hast ihn mit einem Billardköl aus der Hacienda geprügelt? Ja. Für dich mache ich alles, das weißt du. Was hast du denn da rausgenommen? Wenn die mit den Diamanten gewinnen. Das hast du rausgenommen. Weißt du was? Ich hab nichts, ja. Ich vertraue dir natürlich nicht mehr, aber ich verzeih dir, wenn du mir jetzt sagst, was du rausgenommen hast. Ich hab. Wie viele? An Geld nichts rausgenommen. Die Diamanten gehören dir. Ich weiß, du hast hart dafür gearbeitet. Du nimmst viel Risiko auf dich. Du hast ein gefährliches Leben. Ja, das hast du rausgenommen. Ich weiß, dass dein grauer Star geht immer weiter. Du weiter. Du bist langsam blind. Ich wusste es! Was hast du bist blind, du brauchst einen Diamanten! Du bist blind und ich bin einfach dafür da. Ich möchte, dass du sicher unterwegs bist. Okay, aber was hast du rausgenommen, Petro? Meine Lizenz. Zum Clown? Gott. Nein. Petro, was hast du dieser Box entwendet? Meine Lizenz, um dich draußen zu beschützen. Geld? Moment. Ich dir nicht es gibt keine Bodyguards. Wenn ich an deiner Seite bin, brauche ich keinen Diamanten. Sehe ich nicht, weil ich habe ja den weißen Chip. Nein, Chef. Also, er macht immer Damon. Du musst es ja wissen, wie viel du ihr gegeben hast. Also, die müssen früher verifizieren. Hat sie recht gehabt, wie viel drin ist? Wie viel drin ist? Das geht euch überhaupt nichts an. Warum? Wir wollen doch nur helfen. Naja, aber er weiß das dann. Wie viel hast du drin? Müssen zu den Leuten halt die Diamanten sehen. Alles. Alle Diamanten. Alle, so wie ich sie von dir bekommen habe, sind sie weitergegangen. Also bei mir kamen ja nur noch 7 an. Deswegen ist da so eine gewisse Diskrepanz dran. Dann sollten wir mal kurz hier im Gräble schauen, aber das stimmt nicht. Ich glaube, du hast hier keinen richtigen zwei Freund. Leute, niemand ist dein wahrer Verbündeter. Doch, ich habe den weißen Chip. Nein, ich glaube das nicht. Aber du sagst also, du hast einen Chip und
10 Diamanten weitergegeben? Ja. Einen Chip und 10 Diamanten hast du weitergegeben? Safe, einen Chip, Diamanten C, auf jeden Fall alle Diamanten und einen Chip. Sie weiß ja auch, wie sie lügen kann, weil sie weiß ja auch, wie sie es bekommen hat. Auch. Naja. Und du sagst, du hast 7 bekommen. Ich hatte 7. Und einen Chip? Und einen Chip. Was hast du bekommen? 6 und einen Chip. Was hast du bekommen? Nix. Wo ist der Chip hin? Ich habe nichts bekommen. Und was kann nicht beides bekommen? Nehmen. Und du hast auch nichts bekommen. Du hast vorhin aber nicht nichts gesagt. Nichts. Du hast vorhin nicht nichts gesagt. Ich habe gesagt, ich habe gar nichts bekommen. Ja. Das stimmt. Aber es können nicht Chips und Diamanten gleichzeitig verschwinden, da hinten. Also wollt ihr mir beide erzählen, ihr beide habt nichts bekommen? Wir haben nichts bekommen. Ihr seid, du bist ein armes Straßenkind und du bist einfach nur arm. Super armes Straßenkind. Ey, ich hab nichts bekommen. Das ist ja offensichtlich gelogen, weil ich habe ihr was gegeben. Was hast du denn gegeben? Stimmt ja nicht. Nee, ich habe ihr offensichtlich die 6 Diamanten gegeben, die ich noch hatte. Aber warum sagst du denn, dass du 6 noch hattest? Weil ich habe ja gesagt, ich hatte 7. Genau, also hast du ja offensichtlich einen rausgenommen. Bezichtigst du mich hier des Diebstahls? Ja. Warum soll ich mir einen kleinen Diamanten holen? Mhm. Wenn dann doch gleich. Vor allem Diamanten kann man nicht schnell. Naja, weil du ja bist nur Anfänger im Clown. Was behauptest du dann, was du genommen hast, weil wenn du hast dann nur. Ich hab nur den Vertrauenschip hier genommen, den weißen. Den ihr jetzt alle 3 habt, ja, offenbar, genau. Oder was? Deswegen ich hab ihn nicht. Ich hab den, niemand hat den Vertrauenschip. Ich hab den auch nicht. Ich glaube, du kannst dir niemandem richtig vertrauen. Doch, mir. Wer nichts hat. Ja. Also sie lügt. Was ist, wenn überhaupt gar kein Vertrauenschip mehr? Es kann doch nicht sein, dass sie 2 Runden lang nichts ankommt. Ein Band der Lüge, Nils Bohmhoff. Um mich herum wird gelogen? Um mich herum wird gelogen, Chef. Du sagst, du hast 6 Diamanten und einen Chip bekommen. Ja. Das heißt, du hast dir selber einen Diamant rausgenommen? Nein, ich habe mir einen Chip rausgenommen. Bei dir kam also gar nichts an? Ich habe nichts bekommen. Also gar nichts? Nein. Und genau so habe ich es weitergegeben. Du weißt ganz genau, was das heißt. Dass sie sich nämlich die Taschen voll gemacht hat. Ja. Bis oben hin, meinst du? Bis oben hin. Herr Fabian, du hast hier wirklich einen Chip genommen? Ja. 100%ig? Ja. Bist ganz, ganz sicher? Ja, wirklich. Weil man vergisst sowas auch schnell mal. Nein. Weißt du, welcher Chip das noch ist? Ist der blaue? Ist der blaue Chip noch? Hm. Ist das erste Schweinemann? Aber dann müsste Fabian versuchen, den auf sich zu lenken. Das macht er aber nicht. Deswegen könnte auch wer anders den blauen haben. Ja. Janina, komplett verdächtig, aber ich glaube, sie hatte nicht mehr das Glück, einen zu kriegen. Aber bist du ein FBI-Spitzel? Gar nicht, kann ich sein. Auf jeden Fall, du bestätigst mir, der FBI-Spitzel war noch in der Kiste. Habt ihn gesehen. Natürlich, wenn sie die erste Person ist, dann sieht sie den natürlich. Auch wenn sie den versiegelt, hat sie den gesehen. Also, sie antwortet nur auf deine Frage. Sie wird dir alles bestätigen. Wenn du Janina verdächtigst, dann fährst du, glaube ich, schon mal gut. Weil ich hab wirklich was weitergegeben. Aber wenn sie nichts hat, dann haben sie ja auch komplett Cloud. Sie muss was haben. Aber eines verstehe ich nicht so ganz. Doch, aber sie hat ja 6 bekommen von mir. Du hast ja mehr. Du hast 7 weitergegeben. Ich habe 7 bekommen. Gerade, Alter. Das heißt, wieso traust du ihr die ganze Zeit und glaubst ihr alles, was sie über Chips und Edelsteine ist? Weil ich hatte ja 7. Das ist ja weniger als das. Ich sag dir, warum ich ihr traue. Weil es waren 3 Chips in der Kiste. Sie kann entweder Diamanten und einen Chip rausgenommen haben, dann hätten bei dir 2 einkommen können. Das heißt, sofern sie Diamanten geklaut hat, müssten bei dir mindestens 2 Chips angekommen sein. Das hast du aber nicht gesagt. Du hast gesagt, bei dir war ein Chip dabei. Ein Chip war da noch drin. Das heißt, sie muss... Also wenn ich mich richtig erinnere, war da noch ein Chip drin. Nils Bohmhoff, denkst du noch an das Band der Lüge? Ja, das Band der Lüge? Ich will nur ganz kurz... Also wenn du mir bestätigt hast, ein Chip kam bei dir ein und wenn du nicht gelogen hast... Nee, nicht Chips, also 7 Diamanten und ein Chip. Das heißt, wenn das stimmt, was du gesagt hast, dann kann sie ja keine Diamanten geklaut haben. Verstehst du? Habe ich weitergegeben, einen Chip. Also ich habe einen Chip genommen. Ich habe einen Chip und 7 Dinger weiter. Ich habe gefragt, was kam bei dir? Ja, weitergegeben. Ich habe schon, Das heißt, wenn ich mal deine erste Impulsaussage mal folge, dann muss Johanna 2 Chips genommen haben. Dann ist nur die Frage, einen hat sie rausgelegt, einen hat sie bei sich behalten, einen hat sie weitergegeben. Willst du denn mir und jetzt ist die Frage, hat sie den grünen genommen? Dann würde sie ja gewinnen, wenn du gewinnst. Ja. Nee, der rechte Nachbar. Nee, wenn du gewinnst. Wenn ich gewinne. Das heißt, in dem Fall, aber das ist ja egal, ob das ist weiß und grün das Gleiche. In dem Fall ist weiß und grün für dich das Gleiche. Das Gleiche. Das heißt, sofern du, welcher Chip lag denn bei dir noch drin? Also ich habe ja, bevor ich das weitergegeben, habe ich den weißen. Welcher lag noch drin? Den weißen habe ich rausgenommen. Der lag drin. Der lag noch drin. Dieser Superagent. Der blaue. Der lag noch den drin. Den habe ich noch weitergegeben. Nee. Oh Gott, das kann doch gar nicht sein. Okay. Doch, das glaube ich ihm. Weiß nicht warum, aber ich glaube es nicht. Okay, jetzt nehmen wir mal an. Du hast nicht den blauen genommen. Dann bist du ja auf jeden Fall daran interessiert, dass ich gewinne. Egal, ob du weiß oder grün hast, unsere Schicksale sind miteinander verknüpft. Ich helfe dir gern. Und dadurch, dass ich dich ja nicht callen werde, und du musst gecallt werden, um zu gewinnen, wenn du den blauen hast,
ergibt es für dich auch keinen Sinn, mit mir zusammenzuarbeiten. Mhm. Deswegen vertraue ich dir jetzt einfach mal. Ja. Und please do it. Aber das ist ja auch viel zu easy, weil sie kann dir alles bestätigen, weil sie die erste war, die das Ding hatte. Ja. So halt. Naja. Also sie kann dir easily alles bestätigen. Also nein, die Bestätigung kam von Lars. Lars hatte gesagt, er hat einen Chip bekommen. Ich glaube, hat viel zu viel komische Sachen. So. Ja, einen bekommen Chip oder weitergegeben ja. oder. So, das heißt, Johanna. Vielleicht hat Lars mich angelogen. Du verstehst, was ich meine. Ja. Wir müssen herausfinden, wo ist der blaue Chip untergegangen. Ja. Das würden wir herausfinden, indem wir hören, wer versucht, den Verdacht auf sich zu ziehen. Den blauen habe ich auf jeden Fall weitergegeben. Den habe ich eins weitergegeben. Ja, ja, ich glaube, das auch. Lars hat den weitergegeben. Aber der blaue, du sagst, der blaue ist auf jeden Fall noch im Betrieb gewesen. Wenn hier keiner angekommen ist, wird hier ein blauer verschwunden. Wo muss der blaue sein? Wer möchte sich denn, wer versucht denn hier gerade mal seine Brust zu öffnen und eine Schießscheibe da reinzumachen? Sehe ich nichts davon. Nee, ich glaube ehrlich gesagt, nee. Ja. Ich check halt nicht, was bei euch beiden da passiert. Ich glaube, dass Johanna lügt. Ja. Nämlich, dass. Nee. Moment, ja. Ich glaube auch. Ja. Mein Verdacht ist, dass Johanna lügt, dass der Blaue nämlich aus dem Spiel rausgenommen worden ist, in diesem Säckle verloren gegangen ist. Ja, Johanna sich den Grünen genommen hat, mit dir zusammen gewinnt. Dieser Boy hier. Ich habe halt den Blauen gesehen. Kann ich auch. Nee. Der Boy hier. Ich kann den habe ich dir weitergegeben. Deswegen denkst du wahrscheinlich. Richtig viele Dinger rausgenommen hat. Dann sind bei mir noch 6 und ein Weißer angekommen. Ich habe mir den Weißen genommen. Oh, Steinchen. Und sie hat sich am Rest bedient und, der, und das Ding war leer. Bei ihm ist gar nichts mehr angekommen. Was, hat, was hast du dir rausgenommen? Ey. Ein Stein? So. Nein, ich habe mir den Weißen. Ich bin ein, du bist mein Chef. Du bist sein Untert. Ja. Ja, aber dafür hast du aber noch gar nichts getan. Ja, aber ja, da aber war ja nur noch der Blaue drin. Das glaube ich nicht, weil wie gesagt, das wäre von Johanna nicht smart. Dann müsste ich ja den Blauen haben. Und dann nein, den Blauen hast du da reingesagt. Du denkst an, ich bin der Grüne, dann wären wir 3. Genau. Naja, aber ich hatte den Blauen ja durchaus hier in der Hand. Aber nein, aber wer wäre, also dann, oh wenn, so oder so, Johanna, wenn die Theorie basiert auf, ja. der, auch auf der Aussage von ja. Lars in Kombination mit deiner Aussage, man muss heißt, ich bin deine Freundin, egal genau. wie, und ich exakt. Sage dir, der Blaue war drin und deswegen ist deine Theorie verarschen. Raus. So, das heißt, der Blaue ist mindestens bis zu Lars gekommen. Genau. Okay. Als, und du hast, du sagst, als du die Box hattest, war da auch noch ein Chip drin. Ja, ein Weißer war noch der Blaue. Weil du bist ja auch nicht daran interessiert, dass er gewinnt. Nee. Also wenn. Nee, wenn das stimmt. Wenn ich, wenn Fabian, jetzt, ganz ehrlich, ergänzt, warum sollte ich den weißen Chip denn nicht an mich nehmen? Mhm. Das ist ja. Nils Bomov, das ist der Patron. Natürlich würde ich ihm helfen wollen. Ich habe einen blauen. Das ist keine Chip rationale Begründung. Doch. Sorry. Jeder nimmt den weißen Chip. Okay, das heißt, der blaue Chip ist irgendwo in diesem Bereich. Wie, okay, aber dann was hast du denn dann stattdessen rausgenommen? Ich habe den weißen rausgenommen. Er hat den weißen genommen, er hat okay. den blauen genommen. Hat ihm gesagt, du hast okay, also Lars, ich hatte ja du lügst Stück. Ja, ich weiß, du lügst massiv. aber du bist dir ja sicher, du hast den blauen Mann, weitergegeben, ne? Ja, den Fall blauen hatte ich hier gut. auf jeden Fall auch drin. Und den habe ich dann weitergegeben. Mm. Aber was hast du dir rausgenommen? Das heißt, hier liegt gar kein Chip drin. Weißt du, ich glaube so ein bisschen auch, das Ding ist, Lars war jetzt bislang in jeder Runde derjenige, der sich möglichst viele Chips rausgenommen hat. Und dadurch gibt es natürlich, wir haben ja unter Beweis gestellt, dass diese eingetretenen Verdachtspfade von euch sehr gerne benutzt werden. So, warum sich mit der Machete durch den Dschungel der Unkenntnis kloppen, wenn man auch diesen Klischee-Pfad nehmen kann? Ja. Das weißt du und der ist ja bei dir, oh, Lasi nimmt sich möglichst viel Diamanten. Und dann hast du dir überlegt, ey, warum soll ich das Gleiche machen? Ich nehme mal vielleicht den blauen Chip, dann kann ich mal ein bisschen eine andere Rolle spielen. Ja. Und der Nils denkt, nee, ich habe mir wieder die Groschen genommen. Und dann callt er mich und dann gewinne ich. Das stimmt auch. So. Aber du hast ja so. Aber was die Frage ist, Fabian, wieso behauptest du denn, bei dir wäre noch ein Chip angekommen? Das würde ja bedeuten, dass entweder du hast den blauen Chip genommen nee. Oder Lars hat den blauen Chip genommen. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass dann, ja, das wusste ich ja vorher nicht, dass dann eher Lars den blauen Chip genommen hat, ja. Aber also was kam denn bei dir jetzt an? Du hast Diamanten, Chip bei mir. Die hatte du hast Chip 6 Diamanten die hatte und einen weißen. Ach, und den weißen habe ich genommen. Und den soll ich nicht nehmen, den weißen, wenn der da drin ist. Das ist immer deine Argumentation, aber die Diamanten genommen. Da war kein aber Fabian, ganz kurz. Ja. Johanna ist ja sollte meine Kollegin. Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich nehme einen Chip, du nimmst einen Chip und bei dir ist auch noch ein Chip. Was ist dann hier drin? Ja. Frag ich dich ganz kurz, bevor wir weitermachen. Hast du da was reingepackt? Vielleicht ist da nichts drin. Vielleicht ist da, ja, stimmt, so, vielleicht ist da nichts drin. Jetzt müssen wir nur noch wissen, Johanna. Hat Lars sich den blauen rausgenommen oder hat Lars den weitergegeben an Fabian? Du sagst, bei dir ist kein Chip angekommen. Du hast doch, gesagt, ein Weißer ist ein angekommen. Ein Weißer ist angekommen, aber wir wissen ja, der Weiße, ich vertraue ja Johanna. Da ist kein Weißer drin. Ne, das musst du mit einbeziehen in deine Aussage. Ja, aber das ist halt deine eigene. Okay. Ja, aber guck mal, denn warum nochmal? Die Logik, auf der ich fuße. Logik, ne? Ich calle Johanna nicht aus. Wenn sie den blauen genommen hat und ich calle sie nicht, verliert sie. Gewinnt sie ja nicht. Mhm. Ne? Es sei denn, gewinnt sie auch, wenn ich
euch falsch verdächtigen und sie gewinnt sie dann. Also ich weiß nicht, wer wann gewinnt. Das ist so ein bisschen mein Problem. Wir gewinnen am Ende zusammen. Aber wir müssen jetzt mal hier noch ein bisschen reingucken, wer will sich verdächtig machen. Dann haben die nur eine Chance zu gewinnen. Dann jemanden leer geräumt. Ich habe nichts bekommen. Zu euch können wir später, weil ihr habt mit dem arbeiten müssen, was bei euch ankam. Deswegen seid ihr erstmal für den Moment ein bisschen außen vor. Zu euch kommen wir gleich. Also die Pistole unterm Tisch ist nach wie vor auf euch gerichtet. Ja. Wie viele Diamanten hast du denn noch? Aber wenn jetzt nur, du bezichtigst mir einfach des Diebstahls von einem einzigen Diamanten, sagst du? Er macht schon wieder den langsam Lars. Ja. Oder was ist der Plan? Entweder ich habe mir nur so einen Edelstein habe ich mir rausgenommen, sagst du? Ja, das dachte ich bis eben. Aber jetzt sind sie auf den Trichter gekommen, dass sie den blauen genommen haben. Also dass ich den, ja, aber den blauen habe ich ja weitergegeben. Nein, der ist bei mir nicht angekommen. Aber da war doch noch ein Chips drin. Nein, da war ein weißer und sechs Diamanten. Wie oft noch? Ey, Leute, ich bin der Einzige, der konsistent bei seiner Behauptung braucht. Das ist nicht wahr. Musst du zugeben. Ich sag es die ganze Zeit und er lügt die ganze Zeit, weil er entweder den blauen hat oder sich Diamanten genommen. Aber wer sollte denn den weißen Chip weitergeben, wenn man damit die Chance hat, mit mir zusammenzuarbeiten? Dass das noch eine Diamanten Lüge ist, wissen wir komplett. Ich will nur wissen, ob der den blauen genommen hat oder ob der sich acht Diamanten hast du verpackt? Er kann ja nicht beides nehmen. Das stimmt. Also bei dir kam, was kam bei dir an? Nichts. Gar nichts. Gar nicht. Das heißt, Fabian muss die Diamanten genommen haben, oder wenn nur weil Chip kein Chip da drin war. Nein, es war der weiße drin. Nein! Doch. Ja, damit du safe bist. Okay, lass mal kurz deine Behauptung durchspielen. Nehmen wir an, Johanna hätte den weißen Chip weitergegeben. Ja. Dann hätte sie ja vermutlich den blauen genommen und den grünen reingepackt oder den grünen genommen und den blauen reingepackt. Wenn sie den grünen genommen hätte, oder würde, die Diamanten ganz genommen. Kurz, wenn sie meine Basierung ist basiert auf. Nehmen wir mal an. Das heißt, ich gehe wirklich davon aus, Johanna muss meine Freundin sein in dem Ding. Wenn nicht, ist alles, was ich sage, schon zum Einsturz verurteilt, aber ich nehme jetzt schon als Wahrheit für mich an. Bitte nicht mehr darüber diskutieren. Weil wenn ich jetzt, sonst habe ich verloren. Und dann ist uns. Dann habe ich verloren und das ist auch okay. Ja, aber ich fange da nicht mehr an. Die Säule steht, ne? Der erste Stock ist errichtet. Ja, okay. So, also, Johanna sagt, du hast den grün eingepackt. Ist das richtig? Hier drin oder was? Welchen hast du eingepackt? Den weißen habe ich eingepackt. Du hast den weißen eingepackt und den grünen hast du für dich genommen? Sorry, die Lüge war dich. Und den blauen hast du weitergegeben. Und du sagst, bei dir ist der blaue angekommen, du hast ihn weitergegeben. Ist das richtig? Das habe ich auf jeden Fall getan, ja. Und du hast dir aber, wie viele sind denn bei dir angekommen, wie viele Diamanten? Sieben. Nein. Okay, Lars, das ist ja eine Lüge, weil der erste Stock meiner Wahrheit steht. Es müssen ja 10 gewesen sein, die bei dir angekommen sind, oder? Das heißt, 3 sind in deinem Täschle verschwunden, oder? Das sind 7 bei mir. Lars, es geht um deine Zukunft. Hast du die Diamanten genommen oder hast du den blauen Chip genommen? Es geht um dein Leben und um deine Zukunft. Weil bei den Diamanten kann ich sagen, okay, das verzeihe ich dir. 3 ist nicht zu viel. Oh Gott. Wait. Aber den blauen Chip und damit eine Snitch zu sein, das verzeihe ich dir nicht. Aber warte mal, Nils. Den blauen habe ich weitergegeben an Fabian Kradl, der links von mir sitzt. Und du behauptest, der wäre weiß gewesen, ja? Und du sagst, bei dir kam gar nichts an. Nee, er muss nur noch Diamanten oder einen Chip genommen haben. Aber dann dürften keine Diamanten mehr vorliegen. Das heißt, es könnte sein, dass er den blauen Chip genommen hat. Ja, oder er. Wie viele Diamanten kamen bei dir an? 6. 6 Diamanten kamen bei dir an? Ja. Was? Ich sage es einfach, ich hatte einen. Das stimmt nicht. Was hattest du? Einen Diamanten. Sehr gut. So, das ist ein Diamanten. Hier liegen 4. Das stimmt nicht. Hier liegen 4. Da liegt einer. 5. Ja. Und dann sind hier zwischen. Was? Was ist denn Plot-Twist gerade? Das stimmt doch gar nicht. Du hattest einen? Ja. Du hast gesagt, du kannst nicht lügen. Ich weiß. Lügst du gerade? Wieso? Ich kann nicht lügen. Du hast dir einen rausgenommen? Ja. Verschieß ihn! Das bedeutet, er bezichtigt dich der Lüge. Das stimmt ja nicht. Ey, was ist das denn jetzt? Am Ende sagt er, oh, ich hab doch einen. Ich bleib dabei. Ich hab das leer bekommen. Er hat es von mir leer bekommen. Und hattest du lernen. Warum solltest du jetzt lügen? Warum? Verstehe ich auch nicht. Johnny? Das würde mich auch interessieren. Scheiße. Lars hat 4. Komm, wir müssen mal eine Entscheidung. Gut, wir müssen eine Entscheidung treffen. Hier, die Wahrheit spielt sich hier ab. Weil einer von den beiden, sofern das halbwegs stimmt, Johanna, hat einer von den beiden den blauen und der andere hat sich die Taschen voll gemacht. Ja, aber das ist halt wichtig jetzt, wer den blauen hat. Ja, das ist wirklich wichtig. Aber die Person könnte ja auch mal versuchen, das auf sich zu ziehen. Ja, Lars gibt sich ja alle Mühe gerade. Er gibt den blauen weiter. Auch. Ja, also aber ist ja seine komische Frage. Aber was ich bei dir nicht verstehe ist... 6 und 1. Ja, aber warum sagst du denn, der gelbe Chip ist bei dir angekommen? Es gibt keinen gelben Chip. Der weiße Chip ist bei dir angekommen. Ja, weil der bei mir angekommen ist. Ja, aber wir haben doch schon gesagt, der ist nicht mehr im Spiel. Der erste Stock meiner Wahrheit ist gebaut. Vorbei jetzt gerade. Du kannst jetzt nochmal umswitchen. Es ist vorbei. Noch mal es ist vorbei. Ja.
Oh, oh. Oh mein Gott, oh, das ist so gut. Ich bleib, oh, ich glaube halt, dass du da komplett falsch dein Haus gebaut nein, hast. Nein, wir müssen das. Okay, das, ja, von dem kriegen wir gar nichts. Okay, von mir kriegst du auch nichts. Ja, aber wenn mein Haus falsch gebaut ist, warum ist dann. Nein, dann ich verweigere die Aussage. Das musst du schießen. Weil ich. Nein, du hast von Anfang an einfach auf was falsches Pferd gesetzt. Das kann sein. Aber ich werde dich jetzt nicht in dieser Sendung nicht mehr heute. Wir müssen auch irgendwann Zeit kommen, davon mehr überzeugen, dass wir jetzt nochmal Alkohol. Dass Johanna neu die große Diebin ist. So! Nein. So, zeig mir deine Taschen! So sieht's nämlich aus! Oh. Alter. Sechs. Hast du viele Taschen? Oh. Oh. Sechs, oh. Stück! Sechs Stück, ja. Ja, ja. Ich hab's doch gesagt! Du gieriges Schwein! Okay, sechs so. Stück sind raus. Das bedeutet, Lars Mann hat sich. Wie viel hast du da drin noch gehabt? Lasi Larsmann hat den blauen Chip genommen. Du hast sechs rausgenommen. Das bedeutet, bei Janina muss was angekommen sein, weil Lars kann ja nicht einen Chip rausgenommen haben und Diamanten. Ja. Das heißt, wie viele waren insgesamt drin? 10 oder 11? 10. Das heißt, es sind mindestens. Ich hab's nicht angekommen. Ich nehme einen Chip, Lars nimmt einen Chip, Fabian nimmt 6 Stück. Und jetzt hört ihr auf zu liegen. 4 Diamanten sind bei euch. Setzt euch hin, hört auf zu liegen. Das heißt, Janina. Janina! Ich hab nichts bekommen. Zeig mir deine Diamanten! Ja. Leg auf den Tisch! 3 Diamanten! Ich will dir alles nicht sehen, wenn ich Oma bekomme, gib mir vor, meine Diamanten wieder! 4. Du hast den blauen. Das sind meine 10 Diamanten. So, du bist Straßenjunge, du bist mein Kumpel. Und ich erschieße euch alle bis auf Johanna und den Straßenjungen. Special Agent Larry Lobson. Also du warst wirklich special, muss ich so. Und eure Leidenschaft war ich weg. Und du, Johanna, war grün. Er hat's mal wieder hingekriegt. Don Giovanni ist nicht zu verarschen. Ich musste halt nur zum Glauben machen, dass du nur Diamanten genommen hast, was auch so funktioniert hat, aber dann der Rest ging nicht mehr. Ja, er hat den Beinen zu sehr. Du hast die Beine zu sehr gerafft, sodass ich es nur haben konnte. Aber war eine schöne Runde. Ja. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder. Ja. Und vielen Dank, dass ihr da wart. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Spiele ihr sonst noch so bei Du bist sehen wollt. Vielen Dank an Nils, Johanna, Lars, Erik, Paulsen, Janina, Wirt. Wow. Ihr seid alle immer herzlich willkommen. Das war wirklich, nach Lars, Erik, Paulsen zu kommen, war wirklich. Ja, das tut echt weh. Ja, ich weiß, aber. Das ist eine Ehre, aber auch. Es ist, wie es ist. Die Vorband, ey. Können wir noch ganz kurz sagen, dass es wichtig ist, dass die Leute den Kanal abonnieren? Den Kanal abonnieren. Das wäre richtig geil. Und Like oder so. Rocket Beans Supporters Club. Rocket Beans Supporters Club. Glocke, was ist erst mit der? Der Glocke abonnieren. Dann liken und dann sehen und wir dann uns noch und dann noch einen Kommentar abonnieren. Und dann sehen wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt, Gesellschaftsspiele sind Trumpf. Trumpf. Ja.